Ja. Könnt ihr euch noch auf meinen Real Talk erinnern, wo ich da über Krebs gesprochen habe? So wie du bist, so wie du bist. Und die anderen sind es nicht. Du bist es perfekt. Ich weiß gerade, welcher Real Talk das ist. Ich merke mir das ja nicht. Ladest du? Ja, das war mein zweiter Real Talk, wie ich damit angefangen habe. Ich hoffe, ihr könnt euch noch so ungefähr erinnern. Wir haben heute den 2.1. Willkommen im Jahr 2018. Darüber habe ich ja gesprochen, wenn ihr mal so herum schaut und whatever eingibt, Blogger, Krebs, also Blogger mit Krebs und whatever in YouTube. Und wie ich das gemacht habe, bin ich auf eine Dame gestoßen auf YouTube. Sie heißt Kim Spirit, wenn ich mich jetzt nicht irre. Die habe ich durch Zufall entdeckt, wie ich das Video gemacht habe, und habe mir ihren Kanal angeschaut und auch ihre Instagram-Seite. Und ich fand sie als Person sehr nett und sehr ehrlich, wie sie damit umgegangen ist mit ihrem Krebs. Und wir haben heute den 2.1., wie schon gesagt am Anfang. Ich bin heute aufgewacht, habe Facebook aufgedreht und dann ist da, glaube ich, bei Punkt 12, wenn es mich jetzt nicht täuscht, glaube ich, war es Punkt 12, dass sie verstorben ist zu Silvester. Denke ich mir, weil mir das Bild so bekannt vorkam, habe ich danach gegoogelt bzw. auf Instagram geschaut und denke mir, ich weiß nicht, ich kenne die Person, also nicht jetzt nicht persönlich, aber ich kenne sie von wo. Dann habe ich auf YouTube geschaut und dann ist mir wieder eingefallen, dass sie das war. Und ja, sie ist jetzt zu Silvester gestorben. Und ja, traurig, hat den Kampf verloren. Und ja, es ist schlimm. Man hört ja eigentlich den ganzen Tag oder das ganze Jahr über, welcher Sänger stirbt oder wer nicht alles gestorben ist und so weiter und so fort. Und ich finde, ja, warum mache ich das Video? Weiß ich nicht, weil ich darüber reden will. Ja, weil ich darüber reden will und ich es faszinierend finde, dass ich sie letztes Jahr gefunden habe und im Jahr 2018 erfahre, dass sie verstorben ist. Sie hat 11.777 Abonnenten auf ihrem YouTube. Kanal. Da war das letzte Video vor 9 Monaten. Sie hat gebloggt und meistens Instagram. Gepostet. Und ja, die Bilder, wenn man halt ihre Bilder so anschaut, sieht man, dass sie wirklich eine sehr tapfere Kämpferin war. Aber sie hat es leider nicht geschafft. Und es ist traurig für jeden, der was sie verfolgt hat, ist logisch. Aber auch für ihren Freund und Lebenspartner, Familie und so weiter. Es ist wirklich sehr traurig. Wenn man etwas findet und man erfährt dann, sie ist verstorben. Ja.
Das wollte ich eigentlich mit euch mitteilen, weil ich ja eigentlich so über Thema Krebs geredet habe und ich finde, das ist auch eine wichtige Nachricht, auch wenn es jetzt mich nicht direkt betrifft, aber es gehört halt auch dazu, weil ich ja darüber berichtet habe. Klingt jetzt nicht logisch, aber es ist so. Wie gesagt, meine Real Talks entstehen ganz schnell, ich rede einfach drauf los und wenn mich etwas beschäftigt, muss ich darüber reden. So ist es halt einmal. Und ja, das war's mit diesem Real Talk. Kurz, informativ, vielleicht schaut mal vor ihre Seite an oder whatever. Ich verlinke es euch unten in die Infobox. Und ja, bleibt's gesund, meine. So wie du bist, so wie du bist. Und die anderen sind es nicht. Du bist perfekt, so wie es bist einzigartig. Bleib wie du bist, so wie du bist, so wie du bist. Deine Zeit, ja, sie kommt gewiss.